Am 12. Mai fand das Spielefest statt. Bei diesem sportlichen Wettkampf treten die Klassen jeden Jahrgangs gegeneinander an. Sie messen sich in vielen Disziplinen: Fußball, Volleyball, Unihockey, Heilball, Völkerball und gemischten Spielen wie Torwandschießen und Cowboy. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Am Stand gab es Jause und kühle Getränke, während nebenan in der Rechenzentrale die Ergebnisse ausgewertet wurden. Alter Tradition folgte als letzter Klassenbewerb das gefürchtete Tauziehen. In der Mittagspause gab es eine fantastische Show. Mädchen der 4. Klassen führten einen Tanz vor. Auf das große Finale haben alle Abschlussschüler 4 Jahre lang gewartet. Sie traten gegen die Lehrer an und konnten im sportlichen Wettkampf all die Zuneigung und den Respekt zum Ausdruck bringen, den man im Schulalltag nicht zu zeigen wagt. Es war ein packendes Duell bis zum Schluss, mit vollem Einsatz auf beiden Seiten. Lehrer Harry Häusle besiegelte mit seinem späten Ausgleichstreffer das 1:1 Unentschieden und wurde zur Legende. Zuletzt folgte die Siegerehrung und den erfolgreichsten Klassen spendierte die Schule ein leckeres Eis. Damit endete das Fest. Vielen Dank fürs Zuschauen, das Filmteam der Mittelschule Rheinhausen. Hallo!